Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Ich zeige euch heute, wie man mit dem Devil Stick beginnt. Zuallererst braucht ihr natürlich den Devil Stick, den man im Internet bestellen kann oder sich bei einem Jonglagegeschäft kaufen kann. Und dann würde ich euch empfehlen, dass ihr euch, wenn ihr es noch nicht könnt, erstmal auf den Boden kniet. Dann seid ihr schon mal auf gleicher Höhe mit dem Devil Stick. Und wenn ihr auf den Boden kniet, nehmt ihr die Stäbe in die Hand. Relativ weit hinten und müsst versuchen, die ganze Zeit gerade zu halten. Also nicht irgendwie so schief ein bisschen, sondern gerade. So, dann haltet ihr beide gerade und zwischendrin den Devil Stick. Und dann versucht ihr erstmal hin und her zu gehen einfach. Und wo müsst ihr den Devil Stick berühren? Ich würde euch empfehlen, so in der Mitte vom oberen Teil. Also von der Mitte des Devil Sticks bis nach oben würde ich euch da die Mitte empfehlen. Und was ganz wichtig ist, dass ihr große Bewegungen macht. Also weit nach außen geht. Weil dadurch habt ihr mehr Zeit und der Devil Stick bewegt sich langsamer. Dann würde ich euch empfehlen, versucht einfach mal diese Bewegung auf dem Boden zu machen, dass der Devil Stick mit der einen Seite den Boden berührt. Und wenn ihr das dann gut könnt und sicher seid, könnt ihr auch versuchen, dann auf dem Boden wegzugehen. Da merkt ihr schon, wird es ein bisschen schwieriger, aber es ist durchaus möglich zu schaffen. Das war jetzt der erste Teil vom Video, wie man mit dem Devil Stick beginnt. Am Mittwoch kommt der zweite Teil, wie es dann im Stehen weitergeht. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne eine positive Bewertung und vergesst nicht, am Mittwoch wieder reinzuschauen, wenn dann der zweite Teil kommt. Und bis dahin, ciao.